Willkommen zurück zu einem weiteren Part von Final Fantasy 15. Wir sind letztes Mal in der Höhle hier stehen geblieben. Ich habe den halben Herzinfarkt bekommen. So. Und ich nenne die Folge jetzt. Oh, wisst ihr was, Leute? Wir haben eigentlich genug Zeug, um uns wieder hier bei der Magie was zu machen. Und wir setzen alles rein. Ne, wir setzen diesmal Feuer und Eis. Dann machen wir ein Feuerer. Oder sollen wir uns ein Eiserer machen? Komm, wir machen uns ein Eiserer. So, wir machen uns ein Eiserer. Und ich habe den letzten Part, wieso heißt das jetzt Feuerer? Ach komm, ich kann mir kein Eisrahmen, was so stark ist wie Feuer. Ach, dann lassen wir das halt. Was setzen wir denn rein? Ich würde gerne eine Zutat reinsetzen, die dem Ganzen nochmal was gibt. In Form, die man erwärmen kann. Das bringt nichts. Ja, davon haben wir 10. Was bringt das denn? Heilung. Ja. Bückt Feuer und heilt die LP. Wisst ihr was? Dann setzen wir das mit rein. Und Synthese. Dann haben wir wieder nochmal einen Vita-Feuer. So, und wisst ihr was? Das werden wir direkt ausrüsten. Sehr schön. Ich habe den letzten Part nicht so genannt, also nenne ich diesen Part jetzt so. Diese verdammten Imps sind die Zubats der Final Fantasy Welt. Die geben einfach gar keine Erfahrung und sind einfach unfassbar nervig, kommen nur in Höhlen vor. Und da passen wir durch. Das sind einfach die Zubats der Final Fantasy. Oh Gott, komm schon! Könnt ihr mal aufhören, mich jedes Mal aufs Neue so zu nerven und zu erschrecken? Prompto ist vergiftet. Gegengift für Prompto. Sie sind einfach unfassbar nervig. Sie sind kleine Fuckviecher mit Flügeln. Sie geben gar keine EP. Kommen fast nur in Höhlen vor. Keiner kann sie leiden. Oh Gott. Und das trifft einfach genau auf ein verdammtes Zubat zu. Und jetzt auf einmal können sie auch noch vergiften. Super wundervoll. Boah, Leute, ey. Das. Nee. Na super, Magie ist auch noch schlecht gegen die. Sag mal, ich bin doch auch wirklich ein richtiges Genie, Leute. Gift für Gladio. Gegengift für Gladio. Heiltrank für Gladio. Gegengift für Noctis. Heiltrank für Noctis. Und kurz warten, bis das Feuer weg ist. Hey. Ah! Ich benutze auch in den Höhlen und generell in letzter Zeit viel zu wenig die Fähigkeiten. So. Wenn ich die mehr benutzen würde, hätte ich definitiv viel weniger Probleme. Weil die einfach so unfassbar stark sind, dass sie diese dämlichen Mistviecher one-hitten. Oh Gott, ich hätte gerade fast wieder mit meinem Zauber angegriffen, ey. Das wäre nicht gut gelaufen. Ja, ich auch. Du hast 198 LP Maximum. Echt? Meinst du wirklich? So, Königswaffen sind wieder aufgeladen, aber ich will die nicht wirklich benutzen. Ja. Müssen wir jetzt mal gucken. Ich sehe da wieder etwas Schönes funkeln. Trotzdem. Ich würde sogar auf dieses Item verzichten, wenn ich aus der Höhle dafür rausgehen darf. Ich mag Höhlen nicht. Ich krieg hier drin immer den halben Herzinfarkt. Oh Gott. Letzte Folge. Da habe ich fast einen Herzinfarkt bekommen wegen diesem. Leute, hört ihr das auch? Das hört sich doch wundervoll vertraulich an. Wieso können wir kein Elixier verwenden? Dürfen wir Gegenstände nur innerhalb eines Kampfes benutzen? Prompto,
Was ist los? Hey, bist du okay? Hier drüben. Prompto. 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 Hey, antwortet verdammt. Ich hab genug. Was zum Teufel machen wir hier? Da drüben war der doch irgendwo verschwunden. Riesenschlange. Das Viech wollte mich verschleppen. Kann ich an einem Warp heulen? Nein! Wo ist der? Das war zu erwarten. Halt still, verdammt. Oh, halt. Ich darf keine Items benutzen. Hey, bist du okay? Nicht gut, nicht gut, nicht gut! Prompto ist wieder vergiftet, das ist der Ernst gemeint. Wo ist der? Ich hab genug! Da! Da! Oh Gott. Alles okay? Hey, antwortet! Ja, bei mir ist alles okay. Jetzt, wo wir Prompto wieder haben. Hier war doch gerade eben noch so ein Fuck, wie ich wusste es. Lass die Finger vom Prompto kleppen. Lo, was ist das denn? Alter, was ist das denn für eine kranke Kreissäge? Oh nein, ich habe keine Lust auf diese Blitzelementarviecher. Nein, nicht wieder so ein Mistviech. Och Gott. Ist da was? Mir reicht. Ich setze jetzt Elixier ein. So, Lebensmaximum. Es reicht. Keine Lust mehr. Vor allem auch kein. Ja, klar! Okay! Noctis, steh auf und schluck dieses verfickte Elixier. Verreck mir jetzt nicht! Boah, Junge! Ey, hat dieses Blitzelementar hier gerade Selbstmordattentat gemacht? Sag mal, ich kann dieses Spiel aber auch echt sowas von stark mit fucking Pokémon vergleichen. Das war wie so ein scheiß Georock in der Höhle, was Finale einsetzt. Und wir haben... Oh, wir haben schon wieder alle so wenig Lebenspunkte Maximum. Ich habe Ignis doch gerade eben komplett hochgeheilt. Ich hasse Höhlen. Ich verschwende hier immer alles an Items, was ich überhaupt besitze. Und du bleibst hier, du Mistviech. Och, er switcht die Waffen, er ist verwirrt. Geht doch. Was haben wir denn hier hinten? Nichts. Da oben. Oh. Nein. Nein. Gegen was ist der denn? Ich lass dich nicht mehr an mich ran. So. Boah, was für ein nerviges Mistviech. Da oben sind noch welche gewesen. Leute, könnt ihr bitte mal hier hochkommen? Ich bekomme hier gerade richtig fett Probleme. Warum denn nicht? Och, und du nerviges Mistviech, du kleines, ekelhaftes Zubat-Fuckviech. Die dreckigen Mistviecher, ey. Das war hart. Geschafft ist geschafft. Nimmt's mir irgendjemand übel, wenn ich einfach nur aus dieser Scheißhöhle raus will? Boah, meine Fresse, ey. Ist das nervig. Ich habe jetzt gar keine Lust, diese Scheiß-Items überall aufzuheben. Oh, ihr Nervensägen.
Bleibst du stehen. Bleibst du hier. Dämliches Mistviech. Wo ist das letzte? Gar kein Bock mehr auf die Viecher. Nichts an Erfahrungspunkte vergönnen die einem. Ach komm. Ein Drachenzahn. Hm. Das ist doch super. So, einen Moment. Was muss ich machen? Falsche Taste. So. Falsch. Da. Haben wir noch irgendjemanden, der hat ein Amethystarmband? Das heißt, es passt. Er hat ein Granatarmband. Das Granatarmband bringt. Mich interessiert etwas. Mich würde interessieren, ob ich so die Lebenspunkte hochpushen kann. Nee, leider nicht. Du behältst das Granatarmband. Und er behält sein die Dame. Ist hier irgendwo! Nun zeig dich schon! Beruhig dich! Blitzelement. Heißt es, der Boss ist gegen Blitz ziemlich verwundbar? Weil ich kann mir sehr gut vorstellen, bei so einem Raum und Blitzenergie in einer Höhle, dass jetzt ein Boss kommt. Vor allem, wenn Prompto hier die ganze Zeit davon redet, dass hier irgend so ein riesiges Viech rumläuft. Oh Mann. Oh Gott! Ey! Du willst mich... Wieso? Mir hat sie nichts getan. Ey, na? Na, du geile Schnecke. Woher soll ich das wissen? Das ist eine Lüge. Das ist eine dreiste Lüge. Okay, ich habe jetzt schon herausgefunden, wie ich sie verfolgen kann. Also woher ich weiß, wo sie rauskommt. Oben auf der Karte. Da sehe ich immer ihren Punkt, auch wenn sie sich verbuddelt. Ich weiß, wann sie rauskommt. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass Ignis im kritischen Bereich ist. Viel Spaß damit, Ignis. Okay, ich kann also verschiedene Teile von ihr anvisieren. Ich würde sagen, ich visiere ihren Schweif an. Sag mal, Ignis, was kannst du eigentlich? Ich kann nicht mal einen Heiltrank, darf ich benutzen. Oder was? Ich darf wirklich keinen Heiltrank benutzen. Hä? Wo steht der? Wo ist Ignis? Hä? Geht das nur mir so, oder? Ach, Ignis war einer von den Fröschen. Ach du Schande, das ist mir gerade immer erst aufgefallen, als ich geguckt habe. Klar, ihr Schwachpunkt ist am Kopf, aber den treffe ich halt nicht immer. Nein, es ist bei dir nicht alles im grünen Bereich. Steh auf und ich heil dich. Kein Ding. Hilfe! Hilfe! Ein Frosch! Das bin ich. Oh, wie komme ich denn hier wieder raus? Okay, Ignis ist tot. Blödes Mistviech. Mal gucken, wie dir das schmeckt. Und schmeckt es dir? Ist es leck? Gladio, dir geht's nicht ganz so gut. Das ist dir bewusst, oder? Nimm das. Schwierig, im Dunkeln zu zielen. Kann niemand das Licht anknipsen? Ach, Prompto ist tot. Okay, Gladio ist tot.
Und sie ist verbrannt. Ich habe es dich. Was war das denn? Keine Ahnung. Soll sie doch besser auf ihre Brut aufpassen. Hoffentlich treffen wir nicht noch ihr Kind. Was zu sehen von dem Stein? Sie hinten, Leute. Sind sicher bald raus hier. Kopf hoch. Will ich das jetzt wirklich machen? Ich glaube dich. Ich glaube, das war mir Bosskampf genug. Ich gehe jetzt da hinten hin. Ich habe keine Lust mehr auf die Höhle. Ich will halt echt nicht mehr. Und ich kann mir gut vorstellen. Okay, die zwei Ziele führen nicht zum Ziel. Ich kann mir aber. Nein, Glück! Das eine wird wahrscheinlich zum Ausgang führen. Gut. So, machen wir das mal. Siegel des Donnergottes. Die Höhle verlassen. Das ist also unser neuer Auftrag. Ist also die Kraft des Donnergottes. Hatte er gedacht, gegrillt zu werden? Manche Götter sind offenbar freundlich. Aber auch nur manche. Arme Luna. Du kannst dich bald persönlich bei ihr bedanken. Nach unserer Überfahrt. Und üb für sie schon mal das Lächeln. Ja. Nuktis hat das Siegel des Donnergottes, hat das Siegel des Donnergottes, ein Zeichen von Ramos Segen, erhalten. Bitte zum Eingang zurück, ich will nicht mehr in der Höhle sein. Ich habe keine Lust mehr. Die Kanagi, in jeder Generation gibt es eine Kanagi, eine Botin der Götter, die heilende Kräfte besitzt. Ihr obliegt der Schutz des Planeten, danke fürs zu Ende lesen lassen. Wir gehen jetzt hier raus, ich habe keine Lust mehr. Der Regen hat aufgehört. Hey, der Regen hat aufgehört. Sag ich doch. Vermutlich war das Ramus Rufen nach Nockt. Da oben, was ist das? Das Ding ist ja noch größer als die letzte Basis. Hier. Yeah. Ja? Noctis, der Regalia. Ja? Er ist offenbar in der Niflheimer Basis. Das wird schwierig. Mit imperialen Kampfmaschinen kenne ich mich leider nicht halb so gut aus wie mit Autos. Lass gut sein. Wir kümmern uns drum. Ja, bist du dir sicher? Ja, bin ich. Also dann, ciao. Wer war's? Das war Sydney. Was? So kannst du doch nicht mit ihr reden. Siehst du doch, ich kann. Hat sie den Regalia gefunden? Ja. Das gleiche hätte ich auch gesagt. Na toll. Davon lassen wir uns nicht abhalten. Wann holen wir ihn ab? Jetzt, sofort. Im Trainingssaal gibt es eine spezielle Sektion zu den Königswaffen. Lerne dort, wie ein König zu kämpfen und setze dein Wissen gegen das Imperium ein. Öffne das Pausenmenü und wechsel von dort zum Trainingssaal. Nein, danke. Das ist nur eine Vermutung. Aber ich glaube, diese Basis hätte schon viel eher hier ankommen sollen. Der Sturm hat jedoch eine sichere Landung verhindert. Wahrscheinlich sind sie hier, um den Regalia nach Niflheim zu schaffen. Also haben wir Ramu zu verdanken, dass der Regalia noch hier ist. Dann können wir es noch schaffen. Ja, holen wir ihn uns zurück. Okay. Wohin müssten wir denn genau jetzt als nächstes? Jetzt hätte ich können auch einfach so machen. Okay, das ist da hinten. Ich würde aber ganz gerne eigentlich noch. Ich würde aber eigentlich ganz gerne noch dorthin gehen, um zu pennen. Ich will die EP einrechnen. Hey! Lass den Quatsch! War ein Ausrutscher. War es wirklich? Ist hier nicht in der Nähe irgendwo ein Auftrag gewesen? Das ist nicht ganz so nah, wie ich gedacht hätte. Stufe 23 ist empfohlen, das heißt, wir machen noch weiter mit der Story. Kurz mal das Chocobo rufen.
Und außerdem habe ich echt keine Lust, mit dem LP-Maximum, was wir mittlerweile haben, also dahin zu gehen. Und ich glaube, wir haben echt nicht mehr genug Elixier oder so. Lass mich in Ruhe, ich bin viel stärker als ihr. Die Jagdsaison ist eröffnet. Ey. Lass mich doch. Wer will was essen? Okay, wir sind da. Bis bald, Kleiner. Das Lebenspunkte-Maximum steigt sogar. Momentan, okay. Ich würde sagen, wir übernachten trotzdem, rechnen die EP an. Heute mach ich dich fertig! Meinst du in King's Knight? Herausforderung angenommen. Da bin ich auch dabei, Jungs. So. Offensive S, wie so ziemlich immer. 6000 Leben plus dann nochmal den Bonus. Zack, ein Level Up für jeden. Sehr schön. Talentstufenaufstieg. Haben wir dann auch nochmal abgenommen. So. Das nehmen wir mit, das gehört zur Story. Gutes Foto. Das ist cool. Das nehme ich mit rein. Das sieht auch cool aus. Gutes Timing, Prompto. Ja, wirklich. Gutes Timing. Wow. Krass. Ziemlich cool. Ich weiß. Gladio sieht echt immer cool aus. Man sieht Gladio auf dem Bild fast nicht. Das sieht verdammt cool aus. Okay. 1500 Leben hat der gute Gladio mittlerweile. Das ist echt verdammt viel. Heiltränke wollte ich gucken. 14 Stück nur noch. Aber immerhin haben wir noch genug Elixier. Ach, da gehe ich halt außen rum. Gucken wir mal. Morgen. Ja, Wertgegenstände. Da können wir eins von verkaufen, da können wir eins von verkaufen. Da können wir drei von verkaufen. Da können wir zwei verkaufen. Da können wir noch ein bisschen was verkaufen, versteinertes Holz. Wow. Behalten wir das auch. Den Drachen habe ich auch gerne behalten. Wo zur Hölle sind die Goldklumpen? Gehört das zu irgendwas anderem? Ach, keine Ahnung. Jupp, kein Ding. Ich würde gerne noch was kaufen. Das fällt mir hier so. Zack, 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 zack. Gleich mal 800 wieder ausgeben. Ich will halt eigentlich echt kein Elixier kaufen. Das kostet halt wirklich verdammt viel. Okay. Wir rufen wieder Chocobo. Und da ist er schon. Los, Kleiner. Einmal aufsitzen. Und dann gucken wir mal. Gehen wir am besten. Wir gehen am besten einfach nach da hinten. Ignis, weiter geht's. Einen Moment. Ist doch schon da. Ja, wir sehen uns hinten an der Basis.